Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben bei dem Open Air? Ja, das war so eine wildere Party. Ja, ja. Ich glaube, wir waren sogar auf zwei. Ne? Wir sind dann in die Sandgrube gefahren und haben uns, glaube ich, ganz gut unterhalten miteinander. Genau. Sodass wir uns eigentlich nicht so sehr um die Party gekümmert haben und um die Musik, um die Leute, sondern mehr. Na, um die Kunst, genau, die uns interessiert. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Und dann sind wir ja recht schnell dazugekommen, dass ich dich gefragt habe, hast du mal Lust, bei einem Workshop mitzumachen? Und dann habe ich dich als, weil du das ja auch quasi als Hobby machst, als DJ mit in, genau, den Ballettsaal geholt. Das war damals, ich denke, es ist immer noch so ein unkonventioneller Weg, weg von diesen Begleitungen, dieses Klaviers zum Tanz oder Trommel. Obwohl wir das mit eingebaut haben, ne? Haben wir, stimmt. Genau. Ich habe dann aber gesagt, nur am Anfang. Ich würde da nicht auflegen bei dir im Ballettsaal, sondern wir machen das dann live mit Instrumenten. Und ich glaube, das ist ganz gut angekommen. Ja, die Schüler waren begeistert. Ja. Genau. Und dann haben wir ja als nächstes ein gemeinsames Tanzstück kreiert. Ich die Choreo gemacht, du die Komposition dazu. Genau. Mit zwei Tänzern. The Musician. Auch an der Palooka. Da warst du sogar Darsteller. Direkt. Ja. Da hast du deine schauspielerischen Fähigkeiten, konntest du da. Ich durfte auf die Bühne und einmal den Hut werfen. So ist das. Genau. Ja, wie fandst du das so? War das für dich eine Umstellung? Spannend, weil ich ja mehrere Jobs in dem Stück hatte. Also einmal die Musik haben wir auch dort live gemacht. Und dann gleichzeitig noch auf die Bühne gehen und mit den Tänzern zu interagieren, war schon. Ja. War schon spannend, auch vom Ablauf sich alles zu merken. Jeder, es war auch zeitlich begrenzt. Wie kam das dann zur Gründung von unserem The Hellhain Art Collective? Naja, ich glaube, dass wir ganz cool fanden, wie wir miteinander gearbeitet haben und dachten, das könnten noch ein paar weitere Projekte werden. Aber da sind wir noch nicht so weit gegangen, oder? Nee, ich glaube, das ist erst später entstanden. Das kam erst so eigentlich Frühjahr 2020, würde ich fast sagen. Ja. Genau. Die beste Zeit, um sowas zu gründen. Ja.